Papa! Was ist denn, Henry? Kann ich jetzt mein Taschengeld haben, Papa? Ja, ich hol's dir gleich. Papa! Oh, was ist denn jetzt wieder? Ich kann mein Häschen nirgends finden. Was hast du jetzt schon wieder angestellt, Henry? Ich? Mein Hase ist weg. Den sehe ich niemals im Leben wieder. Na komm, Peter. Irgendwo muss er ja sein. Lass uns mal nach ihm suchen. Henry, weißt du, wo sein Hase ist? Nein. Naja, ich bin nicht ganz sicher. Henry, falls du jemals wieder Taschengeld haben willst, bringst du den Hasen lieber wieder zurück. Und zwar schleunigst. Auweia, dann muss ich wohl graben. Oh Mann, da grabe ich ja eine Ewigkeit. Außer ich finde jemand, der mir dabei hilft. Woher weißt du, dass hier ein Schatz vergraben ist? Aber das weiß doch jeder, oder Martin? Keine Ahnung. Wir werden bestimmt schwer reich. Und dann kaufe ich mir jeden Schokoriegel auf der Welt. Ich mir einen Fitnessraum. Hey Martin, schon was gefunden? Keine Ahnung. Henry! Hier unten ist irgendwas. Ich kaufe mir auch noch eine Segeljacht. Das ist eine dieser Zeitkapseln. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Auch kein Schatz? Rein gar nichts. Na los, graben wir weiter. Ich wette, hier lag überhaupt nie ein Schatz. Wie kommt es, dass die alle leer sind? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt heim. Na toll, vielen Dank, Henry. Da war überall nichts drin. Ich will mein Häschen. Wo kann es sein? Vielleicht haben ihn ja Aliens entführt. Ich will mein Häschen wieder haben. Henry, bring den Hasen wieder her, oder aber... Ich muss unbedingt rausfinden, was mit den Zeitkapseln passiert ist. Das ist es! Genau! Ja! Der schlaue Henry hat einen Plan. Das ist eine Schande! Falls einer von euch weiß, wer diese Randalierer waren, dann raus mit der Sprache! Ich wette, das waren die Jungs! Henry, nicht! Wir dürfen uns von denen nichts gefallen lassen. Henry. Nein, richtig. Wir sollten noch eine Zeitkapsel vergraben, damit sie sehen, dass wir nicht aufgeben. Ausgezeichnete Idee, Henry. Los, Kinder. Was hast du vor? Henry, du hast einen goldenen Stern verdient. Oh, vielen Dank. Vielleicht würden sich die Kinder in der Zukunft auch darüber freuen. Wie ungewöhnlich selbstlos du bist, Henry. Sehr schön. Gut, lasst uns die Kapsel gleich eingraben. Ja, Alf, du bist gut im Graben. Ich meine, wahrscheinlich bist du gut. Und dann müssen wir nur warten. Durch die Polizei. Sie sind verhaftet. Hey, bleib stehen. Wer bist du? Frau Sonderlich? Henry? Sie sind der Zeitkapseldieb? It's so easy being me. I'm hard.
Aufstehen, Schule! Ich kann heute nicht in die Schule gehen, Mama. So, und warum nicht? Ich hab Husten. Ach komm, Henry. Da müsste dir schon was Besseres einfallen. Die Schule ist abgebrannt. Gestern Nachmittag. Ehrlich? Ich hab gar keine Flammen gesehen. Halt die Klappe, Zwerg! Sei nicht so gemein, Henry. Ich kann heute nicht zur Schule gehen, weil ich mir das Bein gebrochen hab. Au! Au! Oh, tut das weh! Oh! Armer Henry! Ich weiß, dass heute Impftag ist, Henry. Und du gehst zur Schule, ob du nun willst oder nicht. Also, mal sehen. B für Beinbruch. Leg dich hin und entspann dich, Henry. Ich kann dir helfen. Ja, Peter. Das kannst du wirklich. Ich will aber heute gar nicht so tun, als wäre ich du. Dann darfst du auch auf dem Pausenhof für die Großen. Und? Und du darfst in der Klasse von den Großen sitzen. Und? Du kriegst Matheaufgaben auf. Oh, super! Mathe habe ich für mein Leben gern. Aber wenn alle meinen, ich bin du, bekomme ich doch auch deine Spritze. Ach so, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber denk mal an die vielen Mathe-Hausaufgaben. Das klappt doch nie im Leben. Klar klappt das. Henry? Peter? Du hast recht. Das klappt nie im Leben. Ich hoffe, es gibt keine Narbe. Meine Arme sind schön und ich will, dass sie auch so bleiben. Hoff lieber, dass sie keine Arterie trifft. Das führt zu starkem Blutverlust, Faulbrand und manchmal Amputation. Das heißt, sie schneiden dir den Arm ab. Oh, bitte. Es ist nur ein winziger Pieks. Ja, nur ein winziger Pieks. Oh je, bitte nimm nicht mich. Nein, bitte nicht mich. Jonathan, du bist der Nächste. Ich will aber nicht. Hilf mir. Bitte hilf mir. Sei nicht albern, Jonathan. Es ist doch nur eine Spritze. Ja, du Jammerlappen. Ich fange bestimmt nicht an zu heulen. Bestimmt nicht. Ich bin mutig und stark. Ich halte sowas leicht aus. Laura. Ha, bin schon gespannt, wie laut du schreist. Das allein ist mir schon fast eine Spritze wert. Laura schreien zu hören. Jeden Moment wird sie... Und? Ha, ich habe noch nie so eine lange Nadel gesehen. Du jagst mir keine Angst ein. Die ist so lang wie mein Arm. Je größer, desto besser. Henry? Nein! Ich will keine Spritze! Ich will zu meiner Mama! Ich auch! Ich auch, Mami! Lauft so schnell ihr könnt! Lauft um euer Leben! Was gibt es zu essen? Bedienen Sie sich einfach, ist alles im Kühlschrank.
Die Kinder müssen um 9 ins Bett und denk dran, Henry, stell ja nichts an. So, du bist also dieser schreckliche Henry. Und du bist also diese rasende Rebecca. Und ich bin übrigens der perfekte Peter. Ich bin sicher, wir werden uns alle gut verstehen. Gut ist gut. Ich mag gut. Ich erwarte gut. Ich verlange gut. Haben wir uns verstanden? So ein Glück. Im Gutsein bin ich nämlich richtig gut. Aber für dich ist das bestimmt ein Problem. Ja, das wird mir sicher schwerfallen. Na warte, du mieser, minderwertiger, miserabler, missratener, mistiger Mutant. Hey, ich schau mir grad Mutanten-Max an. Möchten Sie vielleicht etwas zu knabbern? Popcorn? Ich hasse Popcorn! Oh, tut mir leid. Mein Fehler. Ich hätte vorher fragen sollen. Oh, ich mag Turniertanz. Was gefällt Ihnen am besten? Foxtrott? Tango? Lass mich in Ruhe. Da-du, da-da-du, da-da-du. Halt die Klappe! Henry, das machst du ganz falsch. Das geht so. Tscha, tscha, tscha. Und nicht du, 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 da. Hey, weg da. Ich sehe nichts. Tscha, 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 tscha. Tscha, 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 tscha. Tscha, 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 tscha. Ihr geht jetzt auf der Stelle ins Bett. Aber ich muss erst viel später ins Bett. Ich dachte, wir können vorher noch eine Runde Dame spielen, bevor wir ins Bett gehen. Oh, aber wenn Sie das nicht mögen, dann vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht. Wir spielen eine Runde Verstecken. Ihr beide versteckt euch. Und wenn ich euch finde, werdet ihr es bitter bereuen. Ich verstecke mich in der Abstellkammer unter der Treppe. Du musst dich auch verstecken. Doch nicht vor der rasenden Rebecca. Bis jetzt habe ich alle Babysitter in die Flucht geschlagen. Und die kriege ich bestimmt auch noch klein. Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Was? Hey, aber das hier ist doch mein Versteck. In unserem Haus ist eine Einbrecherin. Kommen Sie schnell her. Eine Einbrecherin? Keine Angst, Junge. Ich schicke sofort einen Streifenwagen vorbei. Wie sieht diese Einbrecherin denn aus? 3 Meter groß. Riesige Zähne, wie Eisberge. Und sie hat sich gerade vor unseren Fernseher gesetzt. Aber das ist Rebecca. Und sie ist doch keine Einbrecherin. Nein! Wenn die Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein! Beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin. Und ich bin 3 Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz, ganz reizend. Ab ins Bett. Ich gebe euch 5 Sekunden. 1. Lauf! 2. 3. 4. 5! Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die macht mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich 2 Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's, Peter. Ich will noch wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhabe? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein. It's so easy being me. I'm Hard Henry. Warum muss man in der Schule schwimmen lernen? Ich meine,
Ich will ja später mal kein Fisch werden. Schwimmen gehört auch zum Unterricht. Ja, deshalb nennt man einen Fischwarm auch Schule. Sehr gut, Peter. Ich kann Wasser nicht ausstehen. Es ist so nass. Es brennt in den Augen und das Becken ist so kalt, dass Pinguine herfliegen und dort überwintern können. Pinguine können eigentlich gar nicht fliegen, Henry. Klappe, du Zwerg. Sei nicht so gemein, Henry. Man könnte fast meinen, dass du nicht schwimmen kannst. Na klar kann ich schwimmen. Mama, ich kann heute beim Schwimmen nicht mitmachen. Schau, ich habe eine Eiterbeule am Fuß. Da ist tatsächlich was. Ich hasse Schwimmen. Wenn ich König bin, schaffe ich das Schwimmen ab. Gib's auf, Bert. Oh, Andi ist drauf reingefallen. Mich kannst du nicht erschrecken. Und falls doch, krieg ich dann ein Taschengeld? Ja, okay. Die ganzen 50 Cent. Abgemacht. Also, was willst du Herrn Pitch denn diese Woche erzählen? Hab die Badehose vergessen. Das geht nicht. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Und das Mal davor auch. Okay, dann wird es Zeit für Plan B. Oh nein, Bert, du hast recht. Seht mal, da draußen ist ein echter Berglöwe. Dort. Ehrlich? Hä? Was? Oh. Wo denn? Wo denn? Hä? Lass mich mal sehen. Das ist aber keine natürliche Umgebung für Berglöwen. Aber vielleicht ist er aus dem Zoo ausgebrochen. Könnte sein. Da ist ja gar kein Berglöwe. Henry, führst du uns an der Nase rum? Nein, seht doch, jetzt ist er auf der Seite. Schnell rüber! Echt? Wo denn? Ach so. Ich sehe nicht. Nein, hier ist er auch nicht, Henry. Ihr wart zu langsam. Jetzt ist er weg. Das war ein super Tag. Pitch Patch musste die Schwimmstunde ausfallen lassen, weil niemand seine Badesachen dabei hatte. Bert, du bist zum Totlachen. Ach ja? Aber das wird dir gleich vergehen. Die Schule hat angerufen. Wir müssen unsere Schwimmstunde nämlich morgen nachholen. Echt, morgen? Und unser Schwimmabzeichen machen. Fünf Komma fünf. 10 nach 8, Henry. Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andi. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja, ein superintelligenter, mutierter Hai. Und er ist auf dem Weg hierher, also sei vorsichtig. Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimme trotzdem drin rum. Stimmt auch wieder. Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf. Ich wärme mich ja erst auf. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry!